Ja, am liebsten hätte ich wen von euch gefragt und wenn jemand von euch es zu Hause hat, da haben meine Eltern eine zu Hause in der Vitrine stehen, Matrioschka, Matroschka-Puppe, diese russische Puppe aus Holz, die man aufdreht und dann ist eine andere Puppe drin und die darf man wieder aufdrehen, ist noch eine drin. Hat irgendjemand von euch so eine daheim stehen? Aber ihr wisst zumindest, was ich meine. Auf was bezieht sich diese Illustration dieser Puppe in der Puppe, nicht auf den dreieinigen Gott, da könnte man auch sagen, ja, der Vater ist im Sohn und der Vater und der Sohn sind im Geist und der Vater und der Sohn und der Geist sind in meinem Geist und ich bin in der Gemeinde und so. Da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Aber diese Art von Schichten, verborgenen Schichten, etwas steckt in etwas und darin steckt wieder etwas und darin steckt noch etwas. Das finden wir in Sacharja Kapitel 12, Ausspruchwort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Dieser Vers zeigt uns die Puppe in der Puppe. Es zeigt, dass der Herr die Himmel, das Universum erschaffen hat. Aber die Frage ist, wofür hat er das Universum erschaffen? Er hat es erschaffen um dieses einen Planeten Erde willen. Und wozu erschaffe diesen Planeten Erde um dieses einen Lebewesens unter Milliarden von Lebewesen willen, dem Menschen willen? Und wozu hat er den Menschen erschaffen, um ihm ein Organ zu verleihen? Nicht Ohren, nicht Nase, nicht Augen, nicht davon rede ich, auch nicht Herz, Niere und sonst was, sondern den menschlichen Geist. Wir können mit den Ohren nicht riechen und wir können mit der Nase nicht Musik hören. Jedes Organ hat seine Bestimmung. Und so können wir mit unserem Verstand, der zu unserer Seele gehört, Gott nicht begegnen. Es ist so absurd, wie wenn wir versuchen würden, mit der Nase Musik zu hören. Wir brauchen das dazu nötige Organ und das nötige Organ dafür ist unser menschlicher Geist. Und solange wir nicht mit Gott leben, liegt dieses Organ brach in uns. Es ist nicht genutzt, es ist nicht aktiviert. Und wir leben mit einem Körper, das ist alles, was Wasser in der Badwanne verdrängt. Das ist alles, was Gewicht auf die Waage bringt, das ist unser Körper. Das ist alles, was am OP-Tisch geschnippelt werden kann, das ist unser Körper. Aber wir haben etwas in uns, unser Denken, Fühlen und Wollen, das gehört zu unserer Seele, zu einem unsichtbaren Bereich. Und manchmal denken wir, das wäre ich, das ist alles, was ich habe. Aber der Mensch hat auch noch einen Geist. Und dieser Geist ist das Organ, was mit Gott in Verbindung treten kann. Und das ist oft in uns unterbelichtet und liegt brach. Und der Herr sagt, warum haben wir einen Geist? Wie gesagt, das Universum ist für die Erde ist für den Menschen. Der Mensch ist für den menschlichen Geist und der menschliche Geist ist für den Geist Gottes, um ihn von Geist zu berühren, zu begegnen und zu erleben. Darum, das Universum ist der Rahmen der Erde, die Erde ist der Rahmen, die große Puppe, die kleinere Puppe des Menschen und der Mensch hat als Rahmen seinen Geist und in seinem Geist steckt Gottes Geist drin. Und so ähnlich habe ich das, wer noch sich erinnern kann, letzte Woche in der Botschaft über den goldenen Krug, das verborgene Manna, da haben wir gesehen, dass das Manna im goldenen Krug gelagert wurde. Und der goldene Krug wurde in der Bundeslade gelagert. Und die Bundeslade war im Allerheiligsten. Und das Allerheiligste war in der Stiftshütte. Und die Stiftshütte war unter dem Volk Israel. Und das Volk Israel war in der Wüste. Und so ist in Schicht um Schicht, konnte man tiefer und tiefer und tiefer gehen. Bis zum tiefsten Punkt. Und der tiefste Punkt ist das verborgene Manna im goldenen Krug. Und das sind natürlich Sinnbilder, das sind Symbole. Das goldene Manna steht für, das verborgene Manna steht für den Christus, den wir am tiefsten
genossen haben, berührt haben, gegessen haben, verdaut, assimiliert haben, der ein Teil von uns geworden ist. Dieser ganz tief von uns empfangene Christus ist dieses Manna, denn Jesus sagte, ich bin das Brot vom Himmel und Brot ist zum Essen da. Und dieses Manna ist aber verborgen in der goldenen, im goldenen Krug der göttlichen Natur des Vaters. Christus ist im Vater, der Vater und Christus ist in uns, in unserem Geist. Dann sind sie in der Bundeslade. Die Bundeslade ist der objektive Christus, an den wir glauben. Das ist die Bundeslade. Dann dieser Tabernakel ist übrigens Ark. Ark ist die Bundeslade. Ja. Die Bundeslade ist dieser Ark ist die Bundeslade. Ark. Tabernakel Stiftshütte. Ark ist die Bundeslade. Hm. Ark heißt Kasten. Arche Noah, Arche war ein Kasten, die Bundeslade war auch ein Kasten. Pass mal auf. Die Bundeslade ist der objektive Christus und der objektive Christus ist im Allerheiligsten. Das Allerheiligste in uns ist unser menschlicher Geist, eben dieses Organ, von dem ich vorher sprach. Und das Allerheiligste befand sich in der Stiftshütte. Und die Stiftshütte steht für was? Für? Nein, für die Gemeinde. Wir reden doch vom neutestamentlichen Christentum, oder? Die Stiftshütte steht von der Gemeinde. Aber es ist gut, wenn wir es auffrischen, weil es schon wieder eine Woche her ist und wieder Wasser, die Salz runtergeflossen ist. Deswegen, wir sehen Schicht um Schicht, wir stehen, eine Puppe nach der anderen kann man aufschrauben und man dringt tiefer vor. Man kann sozusagen in die Stiftshütte reingehen. Man kann erstmal sich um das Volk mischen aus der Wüste und dann geht man in die Stiftshütte rein, in dieses Zelt und dann geht man von diesem Zelt tiefer in das Innerste des Zeltes, das Allerheiligste und dann in diesem Allerheiligsten geht man zur Bundeslade und macht die Bundeslade auf und dort ist der goldene Krug und in diesem Krug ist das verborgene Manna. Und so können wir tiefer und tiefer gehen bis zum zentralsten, tiefsten und wichtigsten Punkt. Und der Herr will, dass wir das Manna essen. Und nun leben wir in Österreich in der glücklichen Lage, dass wir in einem Land leben, wo es Manna gibt. Preis dem Herrn für den nationalen Keks, den wir haben dürfen, dass es aus Wien haben wir Manna. Und wir sollen Manna essen, wie wir gehört haben in der Bibel. Aber es gibt nicht nur das echte Manna, es gibt auch das gefälschte Manna. Ich habe es gefunden. Sieht aus wie Manna, schmeckt ähnlich wie Manna, ist aber nicht Manna. Nur wo Manna draufsteht, ist auch Manna drin, oder? Okay, Spaß beiseite, Illustration zur Seite. Wir reden natürlich nicht von diesem Manna, sondern wir reden von dieser himmlischen Substanz, die jeden Morgen vom Himmel geregnet ist. Und weißt du, wenn man zum Beispiel nach... wahrscheinlich schaut euch den Wetterbericht auf der Handy-App an, wie wird das Wetter für die nächste Woche, die nächsten Tage. Ihr schaut den Wetterbericht an und dann seht ihr Symbole, Sonne oder ihr seht Regen oder ihr seht Wolken oder was auch immer. Ich glaube, morgen soll es ein bisschen wärmer wieder werden, aber scheinbar immer noch bewölkt. Wenn du nach Südkalifornien kommst, dann siehst du Sonne, Sonne, Sonne. Meistens siehst du Sonne. Never rains in Southern California. Du siehst immer Sonne, Sonne, Sonne. Wettervorhersage, Sonne, Sonne, Sonne. Die Wettervorhersage des Volkes Israel war Manna, Manna, Manna. Es regnet Manna. Was regnet es morgen? Manna. Übermorgen? Manna. Die ganze Woche regnet es Manna. Okay, das war wunderbar und herausfordernd zugleich. Wenn du immer nur Sonne hast, dann ist es vielleicht auch nicht so nett. Und manchmal haben die Leute sich auch noch was anderem gesehnt als nach Manna, aber Gott will uns nur eins zum Essen geben, nämlich Christus. Manna ist das Symbol für Christus. Jesus Christus ist das Brot, das wir essen dürfen. Jetzt schauen wir uns das hier an. Wir haben letztes Mal gesehen, dass Essen vielleicht das Grundlegendste ist in der Bibel. Nicht niederknien vor Gott, nicht Hände falten, nicht Opfer bringen, ist das Grundlegendste in der Bibel, sondern das Grundlegendste und Zentralste in der Bibel ist Ham, 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 Essen. Und das für einen religiösen Menschen ist eine Zumutung. Essen? Ja, ich esse gern mein Schnitzel und ich esse gern
Im natürlichen Leben dreht sich ganz viel in unserem Leben ums Essen, oder? Ja. Jeden Tag dreht sich unser Leben großteils ums Essen. Ja? Beim Essen hört schnell der Spaß auf. Wenn Leute hungrig sind, dann sind sie schnell mal unausstehlich. Dass wir aber auch geistlichen Hunger haben. Und Lydia ist seit 70 Jahren Christin, kommt im christlichen Elternhaus und hat sich so dran gestört, dass wir Christus essen sollen. Jesus sagt sogar in Johannes 6, 57, ich bin das Brot vom Himmel, wer mich zerkaut, wird durch mich leben. Das klingt wie so eine Zumutung, niederfallen vor Christus, ihn anbeten, ihn loben, das lasse ich mir nur eingehen. Aber essen, das hört sich so grob an, so rau an. Und hätte es nicht selber gesagt, durch seinen eigenen Mund, ihr müsst mich essen, dann würde es uns irgendwie, dann würden wir es eh ablehnen. Aber ganz am Anfang der Bibel, bei Adam und Eva schon, stellte Gott den Adam und die Eva vor den Baum des Lebens, dass sie von diesem Baum essen sollten. Weißt du, Gott kann viele Dinge für dich tun, aber er kann eins nicht für dich tun. Er kann nicht für dich essen. Und ich denke mir, Eltern von einem kranken Kind, und das kranke Kind kann nicht mehr richtig essen. Und vielleicht ist sogar die Diagnose, es wird mehr oder weniger verhungern, es kann nicht mehr essen, es kann nicht mehr verdauen. Die Eltern würden alles drum geben, für das Kind essen zu dürfen. Aber es nützt nicht, wenn die Mama isst, es nützt nicht, wenn der Papa isst. Das Kind muss selber essen, um zu überleben. Und so ist es mit Gott auch. Gott würde liebend gern für uns essen. Aber er kann es nicht für uns tun. Er kann so vieles für uns tun. Er kann nicht für dich essen. Essen müssen wir selber. Und Essen ist so grundlegend. Das Blut des Lammes am Passafest bei der Erlösung musste nicht nur angestrichen werden an die Türpfosten zur Erlösung. Es musste auch gegessen werden, um die Menschen mit Leben, mit göttlicher Energie und Kraft zu versorgen. Denn der Herr will uns nicht nur erlösen, der Herr will uns auch nähren. Und wir wissen, dass das tierische Leben der Erlösung dient, aber das pflanzliche Leben, das Essen aus pflanzlichem Leben, dient unserer Lebensversorgung. Und deshalb sagte Jesus, ich bin das Brot vom Leben. Ich bin nicht nur als das Lamm, das tierische steht für tierisches Leben, für eure Erlösung, sondern ich bin das Brot und ich diene deiner Lebensversorgung. Ich will dich nähren, ich will dich versorgen mit meinem göttlichen Leben. Und ich glaube, du könntest in viele Kirchen gehen, du könntest in viele Freikirchen gehen und du würdest nirgendwo hören, dass wir Jesus essen sollen. Stimmt's, Lydia? Elisabeth, hast du vorher gehört, bevor du hierher kamst, dass wir Jesus essen müssen, dass Jesus Essen der Weg ist? Christel, du warst viele Jahre gläubig, Jahrzehnte gläubig, bevor du hierher kamst. Hast du es jemals gehört? Aber wenn du in dieser Bibel liest, du findest es überall in der Heiligen Schrift. Wie konnten wir nur so blind dafür sein? Religiosität hat uns den Blick verstellt. Nun sehen wir im Hebräerbrief zum Beispiel, dass wir zum Thron der Gnade gehen dürfen. Und der Thron der Gnade ist nicht nur im Himmel, sondern er ist auch in uns. Und deshalb müssen wir nicht in den Himmel raufsteigen oder erst sterben, sondern wir können auf Schritt und Tritt, wo wir auch sind, können wir in uns diesen Thron der Gnade in unserem Geist berühren. Und da begegnet uns Christus als der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und Melchisedek war überhaupt der allererste Priester, den der Bibel erwähnt ist. Und er begegnete Adam, nachdem er die Schlacht gewonnen hatte. Und was brachte er Adam als Geschenk? Was überreichte er ihm? Brot und Wein. Abraham, ja. Aber wichtig ist nicht das, wichtig ist Brot und Wein. Versteht ihr, was ich meine? Brot und Wein. Er brachte ihm die Versorgung,
mit Essen und mit Trinken. Er brachte ihm Lebensversorgung. Und deshalb, was finden wir am Thron der Gnade gemäß dem Hebräerbrief? Wir finden nicht einfach nur Vergebung, wir sind oft so, wir brauchen Vergebung, wir brauchen wir auch, aber wir brauchen viel mehr noch, jeden Tag, jeden Moment, Versorgung mit dem göttlichen Leben. Und dann dieses Manna. Manna kommt vom hebräischen Man-Hu. Man heißt was und Hu heißt das. Was ist denn das? Nanu, Man-Hu, das haben sie Leute gedacht, als sie dieses komische Etwas in der Früh gefunden haben. Und man könnte es heute unter Mikroskop untersuchen, im Labor untersuchen. Es wäre eine Substanz, die es auf Erden nicht gibt. Sie kannten Zwiebeln, Knoblauch, Gurken aus Ägypten, aber sie kannten das Manna nicht. Es war in Farbe, Form, Aussehen und Geschmack völlig anders als alles, was sie bisher gegessen hatten. Und so ist es mit Christus. Du hast vorher weltliches Vergnügen gegessen. Du hast Alkohol gekostet, du hast verschiedenste Speisen, erlesene Speisen gegessen. Du hast auch im übertragenen Sinn gegessen. Du hast Vergnügungen gegessen. Du warst vielleicht in irgendwelchen Clubs und in irgendwelchen Bars und du warst in allen möglichen, auch sündigen Umgebungen, wo du gedacht hättest, du würdest etwas essen und an Leben bekommen können. Aber wenn du Christus anfängst zu essen, ist es anders als alles, was du jemals gegessen hast. Anders als das schönste Urlaub, den du gegessen hast. Anders als die schönsten Musikkonzerte. Anders als Kunst und Malerei und Architektur. Und anders als schöngeistige Dinge. Christus ist anders als alles, was die Welt zu bieten hat. Es ist Manna, Manhu, es ist, was ist denn das? Es ist geheimnisvoll. Schauen wir uns ganz geschwind ein paar Aspekte des Mannas an. Das Manna kommt mit dem Tau. Tau ist angenehmer als Regen und angenehmer als Hagel. Es zerstört nichts, es schlägt nichts kaputt. Christus kommt zu uns nicht zerstörerisch, nicht wie der Hagel. Er kommt auch nicht wie der volle Frost zu uns, der alles erfriert und ja, das sind oft die Bauern, das nicht der friert, sondern der Tau kühlt angenehm. Christus kühlt unsere aufgewühlten, erhitzten Empfindungen runter auf eine wohltemperierte, angenehme Art. Wir alle sind überhitzt durch Sorgen, durch Ärger. Wir sind überhitzt und der Tau, Christus als Tau, kühlt uns angenehm runter. Das Manna ist klein, so klein, dass wir es angenehm essen müssen, ohne Maulsperre zu bekommen. Es ist rund und rund heißt, es ist unendlich. Der Genuss hört niemals auf. Man weiß nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Es ist ewig. Christus ist ewig. Ja, und es ist wie der Reif, der die Keime abtötet. Und es bewässert uns wie der Tau, genau. Es ist weiß. Und weiß bedeutet, es ist ohne Färbung. Die Bibel sagt, wir sollen einander lieben mit ungefärbter, geschwisterlicher Liebe. Unsere Liebe ist meistens nicht weiß. Unsere Liebe ist berechnend. Unsere Liebe hat oft einen Haken. Unsere Liebe hat Präferenzen. Den mag ich, den mag ich nicht. Unsere Liebe ist nicht rein weiß. Aber wie Christus uns begegnet, vorurteilsfrei, offen, ohne Berechnung, ohne Pferdefuß, ohne Haken. Seine Liebe ist weiß. Er kommt weiß und rein. Dann kommt er wie der Koriandersamen, würzig, winzig, angenehm. Koriander ist ein sehr angenehmes Gewürz. Dann kann man ihn auf verschiedenste Weise essen. Das Manna konnte man als Brot, Kuchen und Semmeln essen. Also man kann auch Christus auf verschiedenste Weisen genießen und essen.
Es hat einen Geschmack wie Honig. Christus schmeckt süß. Es hat auch den Geschmack von frischem Öl. Es duftet wie frisches Öl. Jetzt wird es interessant. Es sieht aus wie Bedolachharz. Bedolachharz ist, wie eben Harz so ist, wie man es auch so kennt. Harz hat so was Durchsichtiges. Es ist rund wie eine Perle. Es sieht fast aus wie ein Augapfel, aus Harz geformt. Das heißt, Christus, wenn wir das Manna essen, wir haben neulich am Freitag den Stein mit den vielen Augen angeschaut, gell, der uns anschaut voller Liebe und Wohlwollen. Und wenn wir Christus essen, dieses runde Manna, dann ist es, wie wenn wir ein Auge essen. Wir werden auf einmal klar innerlich. Wir werden auf einmal durchsichtig. Wir werden durch die himmlische Speise, werden wir für Gott offenbar, für unsere Geschwister werden wir offenbar und auch für andere Menschen. Wir werden auf einmal klar und verlässlich und nicht mehr undurchsichtig. Und man kann es zerreiben mit Mühlen, man kann es zerstoßen mit Mörsern, man kann es in Töpfen kochen, man kann einen Kuchen draus machen. Das heißt, wie wir Christus essen, das ist nicht gesetzlich, das ist, hat eine Vielfalt in sich. Jetzt gehen wir weiter. Denn er will uns ja zum verborgenen Manna bringen. Das Manna im goldenen Krug. Und man muss ganz deutlich sagen, das Manna im goldenen Krug, das war für die gewöhnlichen Leute nicht zu essen. Das normale, das offene Manna unter offenem Himmel, das auf dem Boden lag, das konnte man essen, aber nur wenn man früh aufstand. Da kommt auch sowas ins Spiel. Wir müssen richtig aufstehen, wenn wir bis in die Puppen schlafen, auch wenn wir frei haben. Und nicht, manchmal lohnt es sich, den Wecker zu stellen, wenn es noch dunkel ist, Manna sammeln, loben, preisen mit Gott noch im Dunkeln, lieber wieder hinlegen, nachdem man Christus gegessen hat, aber man hat vorher noch im Dunkeln in der Früh Manna gesammelt. Das Manna ist nämlich, sobald die Sonne oben am Himmel war, geschmolzen. Und wirklich, wenn du versuchst, mittags Manna zu essen, oder nach einem späten Frühstück, nach einem Brunch, versuchst du noch ein bisschen Bibel zu lesen. Und es ist, wer von euch weiß, es ist nicht dasselbe, wie wenn es draußen noch dunkel ist und du noch ganz müde bist. Aber du bist so frisch. Der Tag ist so frisch, so jungfräulich, dass du noch überhaupt nicht eingenommen bist von Sorgen oder von irgendwas. Und in dieser Haltung, ihr Lieben, wir sollten lieber den Wecker stellen und im Dunkeln in der Früh noch was lesen, als dass wir tagsüber nicht mehr in den Genuss kommen, das Manna zu sammeln und zu finden. Ja, aber das verborgene Manna, das war im Allerheiligsten, da durfte der Hohepriester rein, da durfte der normale Gläubige gar nicht rein. Es war auch verborgen. Es war der Anteil für Gott. Es war gar nicht der Anteil für die Leute selber, es war der Anteil für Gott. Aber ich möchte einen wichtigen Aspekt euch noch sagen. Distanz, Entfernung ist wichtig. Auf die Entfernung kommt es an. Wenn du sozusagen damals in der Wüste umhergeirrt bist, konntest du dann das Manna einfach so finden? Nein, du musstest dort sein, wo das Manna runterfällt. Das Manna fiel beim Volk Israel runter. Nicht überall in der Wüste. Du musstest eine Nähe suchen zum Gottesvolk. So ist es heute auch. Willst du mehr von Christus erfahren, nützt es nichts, zu Hause im Schaukelstuhl zu sitzen und sagen, Gott kennt meine Anschrift. Warum soll ich mich groß kümmern? Nein, du musst dahin gehen, wo er sich austeilt, wo er herabregnet. Du musst zu den Gläubigen gehen, die Christus kennen, die mit Christus vorangehen im Leben. Und wenn du in deren Nähe trittst, dann kannst du das Manna dort sammeln. Aber um das verborgene Manna zu haben, müsstest du auch noch in die Stiftshütte reingehen.
du müsstest dich nicht nur in der Nähe der Gemeinde befinden, du müsstest in die Gemeinde reingehen. Stiftshütte steht für die Gemeinde. Du musstest in der Gemeinde lernen, deinen menschlichen Geist zu öffnen. Nicht bloß Zuschauer sein. Das darfst du gerne, solange du möchtest. Aber irgendwann ist es wichtig, dass du ins Allerheiligste, in deinen innersten Geist vordringst, um in deinem Geist im Allerheiligsten zu sein und dort Christus als die Bundeslade und dann Deckel auf. Ja, im Indiana Jones Film Jäger des verlorenen Schatzes sind sie alle gestorben, als sie in die Bundeslade reingeschaut haben, weil das waren verbotene Blicke. Aber der Herr sagt, ich mache den Deckel auf für dich und da ist der goldene Krug drin. Und in dem goldenen Krug ist das verborgene Manna. Und der Herr sagt, jetzt, wo keine Distanz mehr zwischen dir und mir ist, von Geist zu Geist, in der innigsten, tiefsten Intimität, in der tiefsten Tiefe, ich in dir, du in mir, wie in eins hinein ans Ziel gebracht, vollendet. Johannes 17. Mach sie eins, wie wir eins sind. Sie in mir und ich in dir, wie in eins hinein vollendet. Das ist dieses verborgene Manna von Geist zu Geist in der Tiefe. Wir merken, es kommt auf die Entfernung an, oder? Es kommt auf die Entfernung an. Wir haben öfter mal Zaungeiste, die bei uns reinschneien. Alle heilige Zeit, alle Vierteljahr einmal kommen es zu Besuchern. Aber sie sind Zaungäste, sie halten Abstand. Und darum kommen sie nicht ran ans Manna, geschweige denn ans verborgene Manna. Weißt du, damals gab es Leute, die waren aus Ägypten nicht ausgezogen, die waren in Ägypten geblieben. Hatten die was vom Manna? Nein. Hatten gar nichts vom Manna. Ägypten steht für die Welt und deshalb, wir müssen aus der Welt aus. Jetzt merkt man schon, wir müssen früh aufstehen, um Manna zu sammeln. Und wir müssen aus Ägypten ausziehen, aus der Welt ausziehen. Wenn dir dein Fernsehprogramm, wenn dir deine Zeitschriften, wenn dir der Kaffee Klatsch und Tratsch mit irgendjemandem ständig wichtiger ist sogar, als in die Gemeinde zu kommen, wie willst du Ägypten verlassen? Wie willst du die Welt verlassen? Und du kennst den Unterschied, oder? Du kennst es ganz frisch. Du kennst es total frisch. Vorher haben dich keine 10 Pferde in die Gemeinde ziehen können, weil die Welt so stark war. Jetzt, was passiert jetzt? Wie geht's da? Jetzt mal da. Ja, der Fernseher zum Beispiel wird unwichtig. Also ich habe zum Beispiel regelmäßig immer geschaut, um 7:30 unter der Woche, daheim ist daheim, auch mittwochs. Aber das ist jetzt unwichtig, denn wenn Mittwoch ist, bin ich in der Gemeinde, bin ich bei Gott. Amen. Jesus. Und weißt du, diese Dinge, die kommen nicht, weil jemand sagt, du darfst nicht mehr Fernsehen schauen. Das ist nicht der Punkt. Es sind nicht Verbote. Wenn du erst mal schmeckst, wie gut der Herr ist, wenn du schmeckst, wie gut er schmeckt, wie köstlich er ist, dann kann dir das Fernsehen nichts mehr geben. Dann kann dir die Zeitschrift nicht mehr so viel geben. Dann kann dir verschiedenes Stammtisch nicht mehr so viel geben. Weil du hast das Echte probiert, das Echte geschmeckt. Und so merken wir, wenn du in Ägypten bleibst, hast du nicht die Nähe, um das Manna aufzufinden und aufzusuchen. Meine Frage an dich ist, wie nahe bist du beim Herrn? Jetzt gerade aktuell. Und ich lade dich ein, dich dem Herrn mehr zu nahen. Naht euch zu Gott, dann naht Gott sich zu euch. Weißt du, die Stiftshütte war ein großes Zelt, ein Zeltkomplex, ein mobiles Heiligtum in der Wüste. Es hatte einen Vorhof. Im Vorhof waren schon Gottesdiener zugange, die Leviten. Die haben da Tiere geschlachtet. Da ging es zur Sache. Aber die waren nicht so nah, wie der Priester im Heiligtum waren. Und die waren alle nicht so nah, wie der hohe Priester Aaron im Allerheiligsten. Nähe zählt. Und das Wunderbare ist das verborgene Manna war sozusagen in der Erfahrung von Israel ein Gegenstand, der wurde nicht angetastet, der wurde nicht gegessen. Man wusste, das ist da drin, aber damit hat es sich gehabt. Das war die Speise für Gott. Aber der Herr sagt, wer überwindet, dem werde ich das verborgene Manna geben. Und ja, es ist immer noch Speise für Gott und Gott sättigt sich daran. Aber wir dürfen uns auch sättigen.
Im neuen Jerusalem wohnen die Priester und Gott zusammen. Sie teilen das Schlafzimmer, sie teilen die Wohnstube zusammen. Gott ist es und wir essen es. Wir haben Tischgemeinschaft mit dem wunderbaren Gott. Und dieser Vers, gleich, Christine, brauche ich dich. Aber nicht mehr lang, aber bald, ja. Dieser Vers in Offenbarung 2,17, wer überwindet, dem werde ich das verborgene Manna geben, ist gerichtet an eine Gemeinde, eine christliche Gemeinde in Pergamon. Und diese Gemeinde steht für Weltlichkeit, für eine Verheiratung mit der Welt. Sie ist wieder mit der Welt verheiratet und verbandelt worden. Und dieser Gemeinde sagt er, ich will, dass du überwindest. Was überwindest? Die Welt überwindest. Der Herr will, dass wir die Verlockung, die Versuchung der Welt überwinden in unserem eigenen Leben und auch in der Gemeinde. Dann will er uns das verborgene Manna geben. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, der Herr gibt seinen Kindern seit 2000 Jahren das offene Manna. Das offene Manna, du wirst sagen, was ist das offene Manna? Das ist die Speise, die er uns gibt. Und in Jeremia 15 steht geschrieben, fand ich deine Worte, so habe ich sie gegessen. Und sie waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Fand ich deine Worte, die Worte in der Schrift, wenn wir die Bibel lesen, in der Früh als erstes, und wenn wir sie lesen mit einem hungrigen Herzen, dann werden wir erleben, dass diese Buchstaben und diese Worte in der Heiligen Schrift in unserem Herzen zum Manna werden. Und sie fangen uns an zu nähren und zu speisen. Und das ist wunderbar und das haben Christen aller Zeiten erlebt. Aber nur so wenige Christen haben das verborgene Manna erlebt. Und der Herr sieht, dass wir unterernährt sind am offenen Manna und erst recht am verborgenen Manna. Und aus diesem Grund will ich jetzt mit euch praktisch lernen und trainieren, wie du das Wort nehmen kannst, um es zu essen. Ich setze mich jetzt hier auf einen Stuhl hin und ich brauche nachher ein paar von euch, die auch bereit sind, hier sich hinzusetzen und mit mir zu lernen. Man darf Fehler machen, kein Meister ist noch vom Himmel gefallen. Als allererstes ist mir eins aufgefallen, die meisten von uns essen zu schnell. Und im Natürlichen muss ich sagen, schuldig im Sinn der Anklage, ich esse im Natürlichen meine Mahlzeiten zu schnell. Ist ungesund, da schimpft der Doktor, das ist nicht gut, der Franz ist einmal so schnell. Aber ich rede jetzt nicht vom natürlichen Essen, ich rede vom Wort Gottes Essen. Wie ein Maschinengewehr, so beten wir einen Bibelvers. Ihr Lieben, so schlingen. So können wir nicht das Wort Gottes essen. Also nochmal, um auf das offene Manna zu kommen. Das offene Manna ist einfach, du liest ein Kapitel in der Bibel, in der Früh, am besten noch, wenn es dunkel ist, bevor die Sonne hell am Himmel steht, mit einem offenen, hungrigen Herzen und hältst zwischendurch mal inne, denkst über manchen Dingen nach und lobst Gott für das, was du gerade erkannt hast. Betest ein paar Sätze und liest aber einen längeren Bibeltext. So sammelst du das offene Manna und du nährst dich von einem Kapitel oder zwei in der Bibel, betest dazwischen mal ein bisschen, denkst ein bisschen drüber nach, aber liest im Wesentlichen einen Bibeltext. Und was ganz wichtig ist, wenn es irgendwie geht, lies ihn laut, denn wenn du laut liest, bewegst du deinen Mund und um zu essen, müssen wir unseren Mund aufmachen. Oder kannst du essen mit dem Mund zu, ich nicht. Das heißt,
das offene Manna musst du auch laut lesen, nicht bloß im Verstand lesen. Lies die Bibel im Verstand, wenn du was studierst, nachmittags einmal, Zusammenhänge. Aber in der Früh, als erstes, bevor du betest, wenn du zu Gott kommst, lies das offene Manna, indem du den Text laut liest, aber schon mehr Verse, und verweilst bei manchen Dingen, die dich ein bisschen ansprechen, und betest und so weiter. Gut, da darfst du schon relativ auch schnell und zügig das lesen, okay. Aber ich möchte mit euch jetzt lernen, das verborgene Manna zu essen. Weil das führt uns direkt ins Allerheiligste, okay? Das offene Manna konnte man auch draußen auf dem Feld essen. Und das nährt uns auch. Und das ist schon mal gut, wenn man das offene Manna. Viele von uns essen noch nicht mal regelmäßig das offene Manna. Das heißt, wir sind unterernährt am offenen und erst recht am verborgenen Manna. Wir müssen gar nicht so viele andere Sachen machen. Aber wenn wir das Manna essen, dann werden wir ausgeglichen, dann werden wir runtergekühlt, dann werden wir gestärkt, dann werden wir durchscheinend, werden wir verwandelt in das Wesen Christi. Das einfach, wir müssen jeden Tag ein bisschen, lass 5 Minuten sein. Steh auf oder stell den Wecker, hab Zeit mit Gott, lies 5, 10 Minuten den Bibeltext, bete ein bisschen drüber, lies ihn laut. Was heißt laut, du musst nicht schreien, aber beweg deinen Mund, okay? Und danach von mir aus, wenn du gebetet hast, legst du nur mal schlafen, eine Stunde oder zwei oder was auch immer. Ja? Aber du hast praktisch schon für den Tag das Manna gegessen. So, jetzt aber kommt zum verborgenen Manna-Essen. Und zum verborgenen Manna müssen wir eine kleinere Ration nehmen. Am besten nur einen einzelnen Vers. Und von diesem Vers, wenn er länger ist, nur einen Versteil, also ein Satz nur und nicht mehr. Zum Beispiel nur der Herr ist mein Hirte oder mir mangelt nichts oder und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Punkt. Das ist der ganze Satz, den du nimmst. Mehr nimmst du nicht, nur den Satz. Ja? Umso kürzer am Anfang zum Üben, umso besser. Mach ihn ganz kurz. Umso kürzer, umso weniger bist du in der Gefahr, in den Verstand zu geraten. Denn du musst essen, ohne zu viel zu denken. Wenn wir zu viel grübeln beim normalen Essen, können wir nicht gut verdauen. Sind wir sorgenvoll, sagen uns die Ernährungsspezialisten, wir sollten eigentlich unbekümmert unsere Mahlzeit einnehmen. Darum ist es wichtig, dass du nicht im Verstand bist, sondern im Geist. Im Geist, wie gehst du in Geist? Du setzt dich entspannt hin, kannst die Augen zumachen oder auch offen lassen, aber am Anfang ist es leichter, du machst die Augen zu. Und dann fängst du erstmal an, diesen Vers zu sprechen, zu murmeln, zu wiederholen. Und du machst noch nicht mehr als nur diesen Vers zu sprechen. Und bitte schön, schön langsam, indem du dich mit diesen Worten immer tiefer in Gott hineinfallen lässt. Ich nehme als Beispiel jetzt, und fand ich deine Worte. Du kannst irgendeinen Vers nehmen, aber ich nehme den von vorhin. Und fand ich deine Worte. Und fand ich deine Worte. Die Gefahr ist groß, sofort loszubeten, sofort, nein, du bleibst bei diesem Satz. Und fand ich deine Worte. So hab ich sie gegessen. Gegessen. So hab ich sie gegessen. Und jetzt kannst du diesen Satz mehrmals wiederholen und umkreisen. Und jetzt kannst du einfache Worte wie O Herr oder Amen dazwischen bauen. Und fand ich deine Worte. Amen.
Amen. Fand ich deine Worte. O Herr, deine Worte. Halleluja. O deine Worte. Dann habe ich sie gegessen. Lecker. Deine Worte, ich habe sie gegessen. Und erst wenn du es eine Zeit lang machst, fängst du an, dich zu lösen davon. Deine Worte nähren mich. Oh, Halleluja. Deine Worte, Herr, stärken mich. Halleluja. Ihr Lieben, es kommt nicht darauf an, dass wir einfallsreich sind, dass wir viele Worte machen. Es kommt darauf an, dass wir im Geist andocken, dass wir frei sind im Verstand und einfach mit unserem innersten Geist ihn berühren. Oh, deine Worte. Ich liebe deine Worte. Halleluja. Wie wunderbar. Wie wunderbar. So Genusslaute wie Genusslaute bitte hineinsprengseln. Verstehst du, das sind Laute, mit denen dein Verstand nichts anfangen kann. Aber dein Geist berührt Gott dabei. Merk dir, wie kindlich einfach das ist. Wir sind alle zu erwachsen dafür. Wir sind zu schnell, zu viel Worte. Ein Maschinengewehr feuern wir ab mit Salven von Gedanken. Nein, wir denken nicht viel. Wir genießen. Wir genießen ihn durch diese Worte. Und jetzt fangen wir an. Christine, magst du kommen? Und du kannst ja den Satz nehmen oder du könntest nehmen, wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna geben. Das könntest du auch machen, wenn du Lust hast. Oder auch irgendwas anderes. Aber einen kurzen Satz. Welchen hättest du denn gern? Dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Eben einen kurzen Satz, den man sich merken kann. Ganz kurz, nur ganz wichtig. Wir haben manchmal vom Beten lesen gesprochen. Der Ausdruck ist gut, wenn man Vers lesen. Aber eigentlich ist es gut, wenn wir ihn gelesen haben, dass wir ihn auswendig können, diesen kurzen Vers, und dass wir nicht mehr lesen müssen. Weil durchs Lesen ist unsere mentale Absorption so stark. Darum lesen wir den Vers und wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und den haben wir uns jetzt gemerkt, jetzt braucht man nicht mehr lesen, jetzt können wir die Augen zumachen und ganz auf Genießen gehen. Ich freue mich drauf. Amen. Oh, Herr Jesus, wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Oh, Herr Jesus, wer überwindet, oh, Herr Jesus, danke, Herr, danke, dass du sagst, wer überwindet. Halleluja, Herr Jesus, wer überwindet, dem werde ich, sagst du. Herr, du sagst, wer überwindet, dem wirst du. Du wirst dem Überwinder etwas geben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass ich Überwinder sein kann. O Herr Jesus. O Herr Jesus, mach du mich zum Überwinder. O Herr Jesus. Gegangen jetzt gerade.
Du hast ein bisschen braucht, bis du reinkommst wahrscheinlich. Das war so ein bisschen aufwärmen gerade. Schnell reinkommen. Ja, ich war eigentlich gerade so im Fluss. Okay, super. Na klar, ich ist euch irgendwas aufgefallen oder wollen wir ganz kurz mal sagen, was uns sehr, sehr positiv aufgefallen ist an dem und was dir aufgefallen ist, was sie vielleicht noch ein klein wenig besser machen könnte? Möchte jemand kurz kommen? Genau, sie hat sofort auf sich bezogen, sie hat sofort personalisiert, sie hat den Vers nicht mehr von sich ferngehalten, sondern sofort auf sich bezogen. Das war positiv. Was glaubst du, noch was Positives, was euch aufgefallen ist? Aber kommt her zum Mikro kurz. Ja, ganz kurz. Na, pass auf. Bleib du sitzen, ja? Ja, dass sie sofort in sich inhaliert hat. Sie hat sofort in sich inhaliert und hat sofort eigentlich den Herrn angeschaut. Also du warst sofort bei ihm. Bist sofort eingestiegen. Hm. Und vielleicht das andere ein bisschen zu schnell. Genau. Genieße mehr. Da haben wir's. Versuche die Geschwindigkeit deines Sprechens, obwohl manche von euch noch schneller wären, ich weiß es, sie war eh schon ein bisschen langsamer, versuche die Geschwindigkeit nochmal um die Hälfte zu drosseln. Es muss uns selber fast schon meditativ langsam vorkommen, dass wir schon fast denken, ja so, du schläfst nicht ein. Du wirst eins merken, wenn du sprichst, schläfst du nicht ein, du bist hellwach. Hellwach. Genau, versuch das Gleiche nochmal mit halber Geschwindigkeit und versuch noch einen Tick länger bei den Worten selber zu bleiben, bevor du hinüberwechselst in die persönliche Anwendung, dass du es anfängst zu beten. Also die zwei Sachen, Geschwindigkeit rausnehmen, und noch länger an diesen Worten dich reinfallen lassen. Noch tiefer fallen lassen in die Worte. Okay, mach mal das Gleiche nochmal. Oh, Herr Jesus. Oh, Herr Jesus. Wer überwindet? O Herr Jesus. Wer überwindet? Herr Jesus. Wer überwindet? Danke, Herr Jesus. Oh, Herr Jesus, ich darf überwinden. Halleluja. Dem wirst du, oh Herr Jesus, dem wirst du. Du wirst. Halleluja. Oh, Herr Jesus, danke, dass du tust, Herr. Halleluja. Du wirst ihm verborgenes Manna geben. Oh, Herr Jesus, es bleibt nicht mehr verborgen. Es bleibt nicht verborgen. Du gibst es mir, Herr Jesus. Wie wunderbar. Wie wunderbar bist du. Du gibst mir das verborgene Manna. Danke, Herr. Herr Jesus. Halleluja. Allein schon beim Zuhören kommen wir in den Geist, weil sie uns in den Geist durch ihr, und das ist das Wunderbare, sobald sie in den Geist geht, zieht sie uns alle mit hinein in den Geist und sie macht es uns leicht, weil sie so langsam,
Wer von euch ist in Geist reinkommen beim Zuhören? Ja? Und ansonsten einfach noch ein bisschen mehr selber praktizieren und mehr üben, dann kommt ihr rein. Anna, mach weiter. Mach mal vielleicht jetzt den gleichen Vers. Oder mach mal einen anderen Vers. Fand ich deine Worte, oder hast du einen anderen Vers, den du machen möchtest? Fand ich deine Worte, habe ich sie gegessen. Und sie wurden zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Du kannst die erste Hälfte nur nehmen. Fand ich deine Worte, habe ich sie gegessen. Amen. Amen. Oh Herr Jesus, fand ich deine Worte. Oh Herr Jesus, ich fand deine Worte. Deine Worte. Halleluja, deine Worte. Ich hab sie gegessen. Amen. Halleluja, deine Worte. Oh, Herr Jesus, fand ich deine Worte, Herr Jesus. Halleluja, oh Herr Jesus, deine Worte. Oh, ich esse sie, Jesus, deine Worte sind verborgene Manna für mich, Halleluja. Oh, Herr Jesus, Halleluja, super. Halleluja. Da könnten wir richtig weitermachen, oder stundenlang. Und das ist das, du musst nicht aufhören nach 3 Minuten. Du darfst, wenn du da gut drin bist, du darfst da 1/2 Stunde wellnessen im Geist. Das ist Spirit Wellness. Und ich bin überzeugt, dass es dich gesünder macht, körperlich, seelisch. Es stärkt deinen Geist. Es ist absolut Wellness. Es erquickt und vitalisiert dich in jeder Hinsicht. Probier es aus. Dein Allgemeinbefinden, dein Wohlergehen, Bluthochdruck, all diese Dinge sich verändern, wenn du Manna isst. Aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern du genießt ihn. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Bruder. Ich könnte mir vorstellen, willst du Mischa machen oder Matthias? Wer von euch? Mischa, willst du? Okay, super. Und ihr könnt jeden Vers nehmen, auch einen aus der Morgenerweckung. Hast du einen Lieblingsvers, den du nehmen willst? Ja, okay. Auf jeden Fall. Versuche, dich völlig rein zu fallen zu lassen und dich völlig zu verlieren. Gedanklich dich völlig in diesen Worten zu verlieren, wenn du ihn. Schau nur innerlich auf Jesus. Amen. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte. Halleluja. Der Herr. Der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Halleluja. Halleluja. Oh Herr, du bist mein Hirte. Halleluja. Der Herr ist mein Hirte. Ist mein Oh, hallelujah.
für ein wunderbarer Hirte bist du. Halleluja. Der Herr, oh, der Herr ist mein Hirte. Halleluja, Jesus. Oh, Herr, du bist mein Hirte. Herr, was für ein Genuss. Du bist mein Hirte. Amen. 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 Halleluja. Ich glaube, das genügt als Illustration, wie wir es machen wollen. Wendet es an morgen, heute Abend, vom Einschlafen. Aber möglicherweise wäre ich jetzt zu wach dadurch. Es klingt so sedierend und einschläfernd, aber in der Tat, es lässt dich besser schlafen und morgens wacher sein, garantiert. Macht es. Lasst uns ihn essen als das offene Manna und als das verborgene Manna. Und immer, wenn wir Christus essen, müssen wir laut lesen. Bei den Juden, die murmeln die Tora. Warum? Die haben das irgendwie verstanden. In der Judenschule geht es laut zu, man muss die Schriftworte laut sprechen, man muss sie hören. Der Glaube kommt aus dem Hören, nicht nur aus dem stillen Aufnehmen durch die Augen. Halleluja. Ich glaube, ich weiß nicht, ganz kurz noch, Mischa und liebe Anna. Anna, du strahlst. Mischa, komm auch nochmal dazu. Wie ist es denn euch gegangen? Ist es euch gut gegangen jetzt damit? In mir ist so eine Freude aufgestiegen. Wow. Ich kann nur strahlen. Amen. Also, ihr kennt mich mittlerweile schon recht gut. Ich bin ein Genießer. Ich gehe gerne Wellnessen und so. Also. Und es ist wirklich, es ist wunderbar. Es ist ein Genuss einfach innerlich. Und ich meine, wenn ich das tue, dann bin ich wie ganz abgeschaltet, irgendwie so in wie einem Standby-Modus, Mensch, aber dafür ist der Geist aktiv und Halleluja. Ist völlig verbunden, genau. Amen. Amen. Ihr Lieben, wir brauchen das jeden Tag. Jeden Tag, wir können dadurch im Geist wachsen, sensibel für den himmlischen Bereich, für den Geistbereich werden, wie durch wenig andere Dinge. Und wir brauchen nicht mal eine Bibel zur Hand, wir können es, wenn wir geübt sind, auch beim Autofahren machen, ohne dass wir einschlafen, ja, oder sonst wo, wir können es aus den Bibelworten, die uns einfallen, können wir es sprechen, die wir im Gedächtnis haben, die wir auswendig gelernt haben. Preis dem Herrn. Und wir wollen jetzt, die Silvia brauche ich gleich, wir wollen jetzt noch ein Lied singen, was noch zu dieser Predigt gehört. Darum wollen wir zum Schluss dieser Aufnahme, bevor wir rausgehen aus dem Livestream, noch dieses Lied genießen und singen. Okay, kommt alle jetzt zum... nach vorne die Musiker, dass wir dieses Lied machen können. Amen. Unter dem Volk. Schrift.
Volk Gottes so schön. Was ist in der Stiftshütte? Ah, wunderschönes Allerheiligstes. Allerheiligstes in der Stiftshütte, Stiftshütte und Volk, Volk in der Wüste, draus in der öden Wüste. Ist ein Volk Gottes so joch, wenn draus in der öden Wüste. Ist ein Volk Gottes so schön. Was ist in dem Allerheiligsten? Ah, wunderschöne Bundeslag. Lag im Allerheiligsten, Allerheiligsten, der Stift zu den Stift zu den Volk, Volk in der Wüste, draus in der öden Wüste. Ist ein Volk Gottes so joch, hey, draus in der öden Wüste. Ist ein Volk Gottes so schön. Was ist in der Bundesland? Goldene Krug. Krug in der Land. Lag im Allerheiligsten, Allerheiligsten, in der Stift zu den Stift zu den Volk, Volk in der Wüste, draus in der öden Wüste. Ist ein Volk Gottes so joch, dieser Volk Gottes so schön. Was ist in dem Krug? Verborgenes Manna im Krug, Krug in der Lade, Lade im Allerheiligsten, der Heiligsten, der Stiftshütten, Stiftshütten und am Volk, Volk in der Wüste, draus in der öden Wüste. Dieser Volk Gottes so joch, hey, draus in der öden Wüste. Dieser Volk Gottes so schön. Wofür steht es, Manna? Für den genossenen Christus. Wofür steht der Krug? Für die göttliche Natur und für den Vater. Wofür steht die Lade? Für den objektiven Christus. Wofür steht das Allerheiligste? Für unseren menschlichen Geist. Wofür steht die Stiftshütte? Für Christi im Christus im Vater, Vater in Christus, Christus unserem Geist und Geist in der Gemeinde. Mitten in der Gemeinde genießt man Christus im Geist. Amen. Christus. Amen.